Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind im Herz von Afsaranta und ich bin im Kanto unterwegs. Tatsächlich versuchen wir das hier gerade schon ein bisschen länger und ich dachte mir so, ja, vielleicht kann dann die ein oder andere Gruppe was daraus lernen aus unseren Fehlern oder unseren Ideen und deshalb nehme ich das Ganze jetzt einfach auf. Habe nicht viel vorbereitet. Es gibt also kein tatsächliches Skript oder so wie sonst bei den Videos, wo ich mir schon Gedanken mache, was erzähle ich hier eigentlich von Quark. Deshalb lass uns einfach mal voll reintauchen. Wir haben gerade Sonntagabend um 21:15 Uhr. Wir sind schon ein bisschen hier drin und ich entmute jetzt erstmal das Teamspeak wieder, damit ich weiß, was eigentlich tatsächlich Sache ist. Sound resumed. Ja, ich wusste nicht, dass ich jetzt schon direkt vorm Endboss stehe. Das ist normal, wenn du in die Instanz joinst, dann gehst du immer direkt zum Endboss. Da bin ich Weil der fügt sich dafür jetzt echt Ultipods. So. Am Anfang kannst du dich ja noch bewegen. Und das Von dem kam die Ansage, dass der aber bei beim laufen sollte. Richtigen Endboss kannst du das eben nicht mehr. Ich habe mich gerade gemutet, keine Ahnung. So. Ja, irgendwer hat doch gerade gesagt, du sollst. Achso, von Tochu. Okay. Hallo, ready? Ja. Können wir noch eine Runde? Achso, ja, danke schön. Kurz überlegt, was du meinst. Gut, ich wäre soweit. Ja. Dann. Ja, let's go. Die wilde Fahrt. Oh, ich bin gut. Geh los. AOE. War nicht so schlimm. Base. Get off Wüst. Alle rein. AOE. Wer kannst wieder zu uns kommen? Raus. Base of Amaria. Kann ich hinten verrecken gehen, oder? Rein. Raus. Ah, nicht rückwärts laufen. Und von vorn, AOE. Pizza. Ah, ich habe alle getrained. Herzlichen Glückwunsch. Rein mit Trace, Lina, weg von der Gruppe. Ein bisschen. Ja. Rein. Es kam leider auch keine Ansage auf wen. Haben alle. Haben alle einen Debuff, kann das sein? Ja. AOE. Man hat beim Trace nicht aufgepasst. Raus. Ah. Ja, wahrscheinlich bei raus rein jetzt, oder? Wenn wir halt alle ja. mit dem Trace gedingst. Hör auf. Nee, das wird nix. Das heißt, geht ich sterben oder? Wir versuchen so lange wie es geht zu überleben. Okay. Wäre jetzt auch cleverer zu sterben, weil wir versuchen so lange es geht zu überleben. Notfalls, wenn du Trace hast, versuchst du noch, ich stehe vorne auf, versuchst du irgendwie einen Retz rauszukriegen oder sowas. Wenn Trace auf dich angesagt wird und man das sieht, bitte sofort durch den Boss durchlaufen von der Gruppe weg. Ah, wir stehen im Normalfall alle vor dem Boss, das hat auch gut funktioniert. Der Trace hat, geht hinter dem Boss, rennt hinter dem Boss. Ja, nicht erst dann, überlegen, sondern direkt. Ihr seht dann auch, das ist so ein kleiner Dot, der tickt halt runter. Und wenn der runter ist, dann habt ihr einen Debuff drauf und dann könnt ihr wieder zur Gruppe kommen. Aber die Explosion, Wachsam wenn der machen. Dort runter tickt, das ist eine AOE, die kriegen alle ab, die unruhig stehen. Und den Debuff, den wollt ihr nicht haben, weil der ist echt nervig. Also meine Lieben, um das Debuff-Ding gerade eben nochmal ein bisschen in Kurzform zu packen. Die kann dann auch sterben. Das heißt, derjenige, der den Debuff abbekommt, hat oben einen kleinen Tick drauf. Das tickt runter und sobald das runtergetickt ist, fängt der Debuff an sich erst an. Das heißt, der haut gleich rein. Ja, aber da tut er sich spreaden. Ist wie ein Virus. Das heißt, ihr könnt damit die ganze Gruppe infizieren. Wenn es blöd läuft. Ja, wie jetzt zum Beispiel gerade. 10 Sekunden oder sowas. Alle drin? Ich weiß gar nicht, wie viel es genau und sind. Vorwärts. Einfach weit weg von der Gruppe.
Ah, okay. Genau. Warten, bis die 5 Minuten oben angezeigt werden, dann kannst du wieder zur Gruppe laufen. Ist nicht. Das werden wir auch gesehen, schon ne? Nichts Trace? Angezeigt. Ich auch nicht. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Vom Wommel? Ja, ich bin Debuff. Alle rein? Ja, jetzt habt ihr hier oben Tick. Oh, und jetzt bin ich nicht mehr ansteckend. Weil ich sehe nichts. Jetzt sehe ich sie. Base auf Bombe. Und raus. Gut, das ist der zweite Debuff. Dementsprechend werde ich jetzt einfach sterben gehen. Ich bleibe jetzt auch einfach hier drin stehen. Und nee, was? Der... Macht keinen Sinn. Zwei Debuffs, die halte ich nie aus. Nein, der eine nimmt den anderen runter. Danach wieder raus. Und den roten hast und blauen kriegst. Sobald die 8 Sekunden da weg sind oder was das sind, verschwindet der rote und du hast mit dem blauen drauf. Und von vorn. AOE. Auf. Wenn du doppelten kriegst, bestellt. Erst plus 8. Base geht auf also mich. Also rot auf rot bekommst quasi. Alle rein. Das gilt ich. Rot auf Rot, da bist du tot. Okay. Oder Blau auf Blau. Blau auf Blau ist nicht so schlau. Gott, was bei Lidl Sparwitz zu kaufen. Base geht auf Lina und raus. Aldi. Lina weg aus der Gruppe und raus, genau. Rein. Wichtig in der Instanz ist auf jeden Fall zu retten. Denn und das... raus. Man hat kein Zeitlimit, das heißt, ihr könntet auch rein theoretisch 5 Stunden hier am Endboss brauchen. Und von vorn AOE. Ich hab Mechaniken spielen. Base auf Amaria. Alle rein. Amaria weg von der Gruppe. Ja, bin ich. Gut. Aber das ist richtig. AOE. Kannst wieder zum Gruppe kommen, genau. Okay, ja, ich muss das zurück. Base geht auf Van Bommel und raus. Oh, die ist einmal durchgelaufen. Rein. Und alles. Raus. Ich gehe jetzt einmal sterben. Ich lasse mich versterben. Alle raus. Ticke halt zu viel. Wieder von vorn. AOE. Ich versuche ihn noch zu retten. Und dann geht er. Hast du noch gekriegt? Nee, Race? Scheiße. Nee, hab ich nicht. Ich hatte auch immer eine Pizza drin. Ja gut, aber... Race kommt. Alle rein. Race kam nicht. Wieder AOE. Dann sind Race kommt. Gestorben. Wieder Fuist. Alle raus. Alle rein und betretzen. Dankeschön. Schwierigeres. Oder hat der Hand drauf? Nö, ich hab. Und raus. Nicht rückwärts laufen. Böser Mensch. Und von vorn. Der Tod ist langsam damit. Mach halt, wenn's reicht, von mir aus. Es wird bei mir wieder das AOE-Ding nicht angezeigt. Alle rein, Trace auf Lina Koala. Die Grafikbugs hier dran sind halt übel. Das also macht rein. Spaß. Nächste AOE. Gut, einfach nicht bewegen. Nur eine ab. Base of Reast und alle raus. Außer du stehst direkt auf der Kante zwischen zweien. Was unlucky wäre. Und rein. Was jetzt kommt. Und raus. Steht danach auf. Und AOE. Nach rechts. Oder links und jetzt rüber. Base geht auf Amaria. Alle rein. AOE. Reicht jetzt zu halten. Base geht auf Reast und alle raus. Und rein. Weil die aber alle rausrennen, Alter. Und raus. Und von vorn AOE.
Basket of Wiest. Gut. Alle rein. Templer bitte nachsetzen. Ja, ich kann hier nicht ganz. AOE. Hat der Dings Legends auch. Basket hat das schon Rest drauf und oder raus. Ist das verbuggt? Also haben wir hier und mit rein. Multi-Bug-Systemen zu kämpfen. Weiß nicht. Ich hatte keinen Rest, aber er sagt, er kann mich lassen. Und raus. Könnte schon neue Rotation sein, wenn dann Pizza. Jetzt kommt. Ne, normale AOE. Base auf mich, ich bin weg. Alle rein. AOE. Base wieder auf mich, ich bin weg. Und raus. Rein. Und raus. Danke, ich hab Retz. Müsste Pizza losgehen. Einfach im gegen den Uhrzeigersinn folgen. Ja. In hellen Flächen folgen. Trace auf Amaria. Alle rein. Außer halt hier müsste die nächste Pizza dann starten. Alle raus. Weiß nicht, mir ist das relativ egal. Ich laufe einfach ins richtige Feld rein. Dann Bommel. AOE kommt. Judgment. Ne, macht er nicht AOE. Ist auch irgendwer. Ja, ich. Die ganze Zeit. Nein. Und den jetzt nicht, oder was? Raus. Gucken. Jo, nimmt alle die Pizza mit, anstatt zu dodgen. Hat er was übersprungen? Patient. Pizza hat da gestartet, was ich gesagt habe. Pizza. Weg von euch. Halt weiter. Wir gehen jetzt da raus, Alter. Warum? Etwas ausgelassen raus. Sorry. Was machen die denn? Erkläre. Die alle blöd. Ich muss gerade das AOE. Könnte Judgment kommen. War jetzt zu früh wieder das andere Feld gemoved? Kommt nicht denn nochmal AOE? Ja. Warum sind die gerade alle draufgegangen, Alter? Weil die Ansage reinkam, aber es war rausgebissen. Der Rest noch durchgegangen? Der müsste rausgehen. Nee, AOE, gut. Dann weiß ich, wo es ist. Bei der Rotation. Pizza. Einfach den Flächen folgen. Da habe ich gleich mal eine Frage. Wir kannst du noch irgendwie rötzen? Nein. Raus, Gott, Scheiße. raus. Hat mega behindert. Race eventuell. Und macht dann mit einer Person nicht. Bombe ratzen. Kommt AOE wieder. Keine Ahnung, wie gerade Zeit. Nein. Digga, der macht bloß die halbe Rotation jetzt gerade, weil so viel tot sind. Nee, da fängt doch von vorne an. Kein die kleine. Ah. Jetzt fängt eine Rotation an. Das ist sehr weird. Pizza? Ja, schaffe ich nicht. Aber ich habe den Query gesetzt. Debuff kommt. Wahrscheinlich kommt kein Debuff, weil zu viele Dead. Das kommt gleich rein, raus. Das kann man ablegen. Rein. Ich kann nicht so viel machen. Raus. Debuff kommt nicht. Oh, dann ist der Dead. Weil du rauskommen, ja. Pizza. Raus. Bild schmeißen, sonst Dead. Hat's nochmal Bombe. Ja, warte, ich ritz. Obwohl, Alter. Eine müsste überleben. Ah, müsste jetzt wieder du. Urteil auf Amaria? Jetzt macht der Urteil plötzlich, ja geil. Patritz wäre als ihn vorgelesen. AOE. Große. Alle rein, bleib noch drin, Amaria, bleib noch drin. Und jetzt gehst du raus. Amaria dead, weil Judgment. Kriegst du jetzt alle runter raus. Und tötet sie. Kleine mit einer Rotation. Er hat keinen Transfer drin.
Dann hat auch entsprechend die... Keine Ahnung, Frage, der Judgment ich, wenn wir den unter 75% haben, sprich das erste Viertel weg ist. Ist dann diese Pizza immer im Uhrzeigersinn quasi? Immer so klack, Debuff wird nicht kommen. Ja, rein, raus. Sie ist immer in der Rotation. Jetzt raus, Debuff. Versuche Maria noch mal zu retten, raus. Bouchotet, oder? Ja, jetzt überlebt noch gerade so. Maria Ritz läuft. Trace auf mich. Trace auf Tusch. Ja, ich laufe jetzt weg. Debuff, oder? Ja. Ja, Trace. AOE. Backpizza. Jetzt gibt's wieder Tote. Ja, mich. Ja, entweder rennt sich oder ich wenn er einfach Sachen überspringt, man, das ist nicht schön. Ja, wie gesagt, das war jetzt auch kein Damage, war der großartig. Aber dann macht er natürlich manche Sachen nicht. Ja, ist doch richtig. Oh. Danach Rotation. Ja, halt. Wie gesagt, als erstes retzen immer die Kanto und Cleri, dann die Templar und dann hast du wieder. Also die Rotation. Debuff. Macht dann Debuff. Oder kommt gleich rein. Nö, ist Rotation. Besser von Mario. Ja, aber jetzt kommt ein Debuff. Und dann rein, raus. Bombe. Auch zu ihm. Also jetzt raus, ne? Deshalb bleibt ich erstmal liegen. Sind sie tot. Die sind jetzt tot. Was? Beide. Geht nicht. Jetzt hast du jetzt geschafft noch. Nee. Dafür kommt jetzt. Nee, zu krass. Gerade sie steht. Kackpizza. Ich weiß auch nicht, wie der rotationstechnisch gerade ist, tatsächlich. AOE. Tschüss, alle dead. Weil man macht die Sachen, man macht das nicht. Halt jetzt auch noch überlebt. Pizza jetzt. Oder? Ne, ist normal AOE. Große Pizza. Oh, mich ja, nicht nee, das ist ich kann halt nicht bei der nur Pizza eine so Person retten drum. Und dann halt. Nee, war richtig, dass wir jetzt abgelegt haben. Alles gut. Aber nochmal eine Frage. Entschuldigung, dass ich so auf alles gut, mach weil wir da vorhin die AOE da gar nicht gesehen haben. Das kann manchmal sein. Das kann auch passieren, dass du die erste AOE nach dem Aufstehen, nachdem du geretzt wurdest, nicht siehst. Maria, eine kurze Frage. Wäre es möglich, wenn du auf Damage umsockelst oder zumindest den Wohlwollen rausmachst? Ja, meine Lieben. Kurze Zwischenstopp aus dem Editing. Das war der erste Versuch von dem Video. Die weiteren Versuche, bis wir den Boss dann vielleicht legen, wer weiß, seht ihr dann im nächsten Teil. Ich danke fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.